Das hier sind die Jacken, die russische Nationalspieler und Nationalspielerinnen tragen. Und ich frage mich immer, wenn ich die sehe, ob ich die Ente cool finde oder ob die vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten sind. Keine Ahnung, wie sähe wohl ein Alexander Donschenko oder ein Matthias Blühbaum in so einer Jacke aus, wenn es die in Schwarz-Rot-Gold und mit Deutschland vorne drauf käme. Naja, sie sind auf jeden Fall immer ein Hingucker, diese Jacken. Und in diesem Fall steckt auch noch jemand Besonderes drin. Polina Shuvalova. Die wird wahrscheinlich dem wenigsten was sagen. Aber es ist auch wahrscheinlich, dass sich das im Laufe der nächsten Jahre ändert. Polina Shuvalova ist 20, ist eines der größten Talente im Schach der Frauen. Und schon jetzt unter den weltbesten Spielerinnen mit knapp 2500 Elo, damit ist sie, weiß ich nicht, irgendwo Top 20 vielleicht. Und viele sehen sie als die nächste Weltmeisterin. Bestimmt ist sie eine der Kandidatinnen der nächsten auf den nächsten Weltmeistertitel. Warum erzähle ich das? Das erzähle ich, weil sie heute auf Vincent Keimer trifft. Es beginnt am heutigen Donnerstag die Challengers Chess Tour. Da werden 20 der besten Juniorinnen und Junioren ein geschlossenes Turnier spielen. Und das Turnier zwei Botschafter, Judith Polgar, Wladimir Kramnik, die haben die dann in Teams aufgeteilt. Und diese Teams haben dann nochmal Spitzentrainer. Das soll halt so der Förderung des Nachwuchses dienen. Und wenn wir hier ganz genau hingucken, ich könnte ihn jetzt auch groß ranzoomen, das ist Vincent Keimer, der spielt da mit. Und der Erste, auf den Vincent Keimer heute trifft, oder vielmehr die Erste, und jetzt ahnt ihr, warum ich vorhin über Polina Shuvalova gesprochen habe. Vincent Keimer kriegt heute als Erstes mit den schwarzen Steinen Polina Shuvalova vorgesetzt und wird dann im Laufe der kommenden Tage gegen alle 19 von diesen spielen. Da sind also hier, wir sehen Gukesh Bragnan, da ist hier irgendwo, da ist er. Und da ist noch Nihal Sarin, der ist hier. Das sind diese drei indischen Wunderknaben, die alle um 2600 schon sind. Und noch einige andere. Das ist die Elite des Junioren- und Jugendschachs, die da zusammenkommt. Und das wird ganz spannend zu sehen sein, wie das ausgeht, dieses Kräftemessen. Und auch, wie sich die Mädels gegen die Jungs schlagen. Denn das ist ein gemischtes Turnier und das macht das Ganze auch noch besonders. Ja, es geht heute los und wer Vincent zuschauen möchte, der deswegen nicht bei der Kader-Challenge spielt, über die wir hier ja auch berichten, der sollte mal bei Chess24 reingucken. Da läuft das ab 16 Uhr am heutigen Donnerstag. Diese Challengers Chess Tour hat, glaube ich, 4 Turniere und dann ein Finale. Und eins dieser Turniere, das überschneidet sich dummerweise mit dem Schachfestival Dortmund. Die Dortmunder haben neulich erst bekannt gegeben, dass Vincent Keimer bei ihnen mitspielt im sogenannten Deutschland Grand Prix. Jetzt überschneidet sich das mit der Challengers Chess Tour. Inwieweit Keimer jetzt aus Dortmund zurückzieht oder hier auf ein Turnier verzichtet, ist noch nicht klar. Sobald sich das rausstellt, werden wir das natürlich mitteilen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Schachgucken und für den Moment vielen Dank fürs Zuschauen.